Hallo, hier ist Moritz Pescher, die Nummer 12 von Brose Bamberg. Stegos Teamcheck. Moritz, schön, dass du da bist. Wir starten mit einer kurzen Vorstellung. Wie würdest du dich selbst in 30 Sekunden beschreiben? Ein sehr fröhlicher und gut gelaunter Mensch, würde ich sagen, der viel und gerne Spaß hat mit seinen Freunden und viel unterwegs ist. Auch neben dem Basketballfeld viel lacht und so. Und auch gern was mit der Familie immer mal wieder unternimmt, wenn die mal hier sind zu Besuch. Und so würde ich mich beschreiben. Okay, ab wann war für dich klar, du möchtest unbedingt Basketballprofi werden? Und was war vor allem entscheidend, dass es dann auch geklappt hat? Also in dem Moment, wo ich praktisch hier nach Bamberg gekommen bin vor 3 Jahren, war für mich eigentlich klar, dass ich irgendwann mal für die erste Mannschaft spielen will. Und im Laufe der Jahre hat sich das dann so entwickelt, dass ich dann auch immer mehr Chancen bekommen habe, auch in den höheren Mannschaften und so. Und jetzt habe ich mir praktisch das erarbeitet, jetzt auch in der ersten Mannschaft dabei zu sein. Das war schon immer so mein Ziel und auch Traum. Und so ist es zustande gekommen. Wie wichtig war denn deine Familie auf dem Weg zum Basketballprofi? Sehr wichtig, weil meine Mutter ist früher mal Nationalspielerin gewesen, selber im Basketball. Und sie hat mich praktisch zum Basketball gebracht, damals in meiner Heimatstadt. Da habe ich natürlich auch angefangen dann und jetzt immer noch habe ich viel Kontakt mit ihr auch in Sachen Basketball und so. Und sie gibt mir auch immer noch Ratschläge. Mein Papa ist auch Arzt bei der Nationalmannschaft, dadurch hat er auch ein bisschen Ahnung vom Basketball und ja, also sehr wichtig. Wenn du an einen ganz bestimmten Moment in deiner bisherigen Karriere denkst, welcher Moment fällt dir als erstes ein und was war so besonders daran? Ich denke, der besonderste Moment momentan bisher war, wo ich das erste Mal aufgelaufen bin bei Brose, damals in der Champions League. Das weiß ich noch, gegen Riga letztes Jahr war das. Das war so für mich einfach so ein Moment, wo ich mir so auch, also nicht gedacht habe, jetzt habe ich es geschafft, aber einfach so mich mal gefreut habe, da mal mit dabei zu sein und das eher noch mehr als Ansporn genommen habe, weiterzuarbeiten. Und wo ich selber richtig beeinflussen konnte, war wahrscheinlich das MBBL-Finale damals, 2019. Mhm. Wenn du ein einziges Spiel noch einmal spielen dürftest, welches wäre das? Das MBBL-Finale von 2019. Okay. Als die Anfrage damals aus Bamberg kam, also nach der Highschool, was waren deine ersten Gedanken und warum hast du dich letztendlich auch für Brose Bamberg entschieden? Direkt als ich das gehört habe, habe ich mir so gedacht, ja, das ist ja richtig krass, dass ich jetzt mal so ein Angebot bekommen habe. Damals hatte ich auch von ein paar anderen Vereinen Angebote, aber ich war mir direkt bewusst, dass ich nach Bamberg kommen will, obwohl ich damals in den USA war und auch überlegt hatte, ob ich vielleicht noch ein weiteres Jahr bleibe in der Highschool oder nicht. Und dann vielleicht aufs College gehe, aber als dann Bamberg angefragt hat, war so was Besonderes und auch so ein Ziel von mir schon immer gewesen, weil ich früher die Spiele auch verfolgt habe immer. Und dadurch war mir dann klar, ja okay, auf jeden Fall werde ich nach Bamberg gehen nach diesem Jahr. Wenn du dir eine Eigenschaft von irgendeinem Basketballer auf dieser Welt klauen könntest, welche wäre das und von wem? Wahrscheinlich von Kyrie Irving, das Ballhandling. Okay. Finde ich einfach gut. Hat Corona dein Leben verändert und wenn ja, wie? Nicht unbedingt. Also ich war zu Hause auch mal bei der Familie ein bisschen länger. Das war ganz schön eigentlich. Trotz der schweren Zeiten mal die Familie länger gesehen, was normalerweise ja nicht so oft der Fall ist. Aber eigentlich nicht groß, weil ich habe weiter viel trainiert, auch zu Hause und so. Und deswegen hat es keine großen Einflüsse auf mich genommen eigentlich. Wenn du die Chance dazu hättest, mit welcher Persönlichkeit würdest du für einen Tag gerne mal tauschen und warum? Wahrscheinlich LeBron James, weil er meiner Meinung nach der beste Basketballer ist, der jemals gespielt hat und ich einfach gerne mal sehen würde, wie es so ist, einen Tag in so einem Körper zu sein, der so optimal auf seine Arbeit ausgelegt ist, wie bei LeBron der Fall ist. Nachvollziehbar. Mit welcher Schlagzeile wärst du am Ende der Saison zufrieden? Über mich oder übers Team? Ganz egal. Ich denke auf jeden Fall, dass wir alle unsere Ziele erreicht haben und man einen positiven Abschluss hat mit der Meisterschaft. Welches Essen kommt immer auf den Tisch, wenn du heim zur Familie kommst? Chili con Carne. Welcher Song darf in deiner Playlist nicht fehlen? 21 Savage, A Lot. Dein Lieblingsurlaubsland? USA. In welchem Film hättest du gerne mitgespielt?
Film nicht unbedingt, aber Serie Fresh Prince of Bel-Air. Basketballfans sind für mich sehr wichtig. Dein größtes Talent außer Basketball? Ich bin, habe sehr gute Menschenkenntnis. Dein erstes Basketball-Trikot? Von Dirk Nowitzki war das. Wenn ich nicht Basketballer geworden wäre, würde ich heute studieren und gucken, was ich arbeiten kann. Auf was könntest du in deinem Leben nie verzichten? Auf Essen. Was willst du im Leben unbedingt nochmal machen? Nochmal nach USA zurück. Dann sage ich vielen Dank für das sehr sympathische Interview. Unsere Nummer 12 von Bose Bamberg, Moritz. Pleasure. Stegos Teamcheck.